Wir haben noch ein bisschen Zeit. Erzähle ich Ihnen noch was anderes? Erzähle ich Ihnen noch was jetzt über Counterfactuals? Ja? Also es gibt einerseits beobachtete Daten, dann gibt es diese Interventionen, dann gibt es aber noch so einen dritten Begriff in der Kausalität und der heißt Counterfactuals. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen. Kontrafaktische Urteile vielleicht, ist das richtig? Weiß das jemand? Haben wir Philosophen unter uns? Also ich erzähle Ihnen mal die Definition. Erst ein Beispiel. Wenn Kolumbus nicht Amerika entdeckt hätte, hätte es jemand anders entdeckt. Ja? So, was ist das jetzt? Was ist jetzt das Kontrafaktische daran? Kolumbus hat natürlich Amerika entdeckt, ja, außer jetzt den anderen Leuten, die schon vor ihm da waren, natürlich. Aber so in der normalen Geschichtsschreibung ist Kolumbus der Entdecker von Amerika. Ja? Und natürlich, wenn er das nicht gemacht hätte, das ist aber jetzt eine hypothetische Welt, ja, er hat es ja gemacht, dann hätte es natürlich jemand anders entdeckt. Das ist also eine Aussage über eine Situation, die nicht sein kann, weil sozusagen die Bedingung nicht erfüllt ist. Aber wir wollen trotzdem eine Aussage darüber machen, was passieren würde. Okay, das ist also ein kontrafaktisches Ding. Die Definition von Wikipedia ist, dass eine kontrafaktische Aussage ist also eine subjective conditional containing an if clause which is contrary to the fact. Also kurz übersetzt, ein Subjunctive ist also ein Nebensatz, ja. Ein Subjunctive Conditional ist ein Wenn-Satz, also ein If-Satz, ja. Also sozusagen so eine Art Bedingung. Diese If-Clause muss contrary to the fact sein, die muss also im Gegensatz, die ist also nicht wahr wirklich, sondern die ist also nur rein hypothetisch. Okay, das ist also sozusagen dieses Statement. Also die Bedingung, unter der eine Aussage gilt, kann also gar nicht sein, weil ja Kolumbus Amerika entdeckt hat. Das ist also ein Counterfactual. In der Informatik wird das jetzt in dieser Causality-Community ein bisschen anders gesehen. Da muss diese if-Clause nicht unbedingt contrary to the fact sein, aber sie kann möglicherweise contrary to the fact sein. Aber man kann auch ein Counterfactual hinschreiben, wo das dann so ist, auch wie es auch eingetreten ist. Gut, noch ein schönes Beispiel aus dem Buch von Jonas Peters, ein Pokerbeispiel für ein Counterfactual. Weiß nicht, ob Sie Poker spielen. Ja, in diesem normalen Texas Hold'em, wenn Sie das kennen, ja, dann haben Sie vielleicht ein Kreuz Bauer und eine Kreuz 3 und Sie wissen, das ist jetzt kein gutes Blatt, mit dem man irgendwie viel Geld bieten sollte, sondern am Anfang, bevor Sie den Flop sehen, diese drei Karten, die in der Mitte liegen sozusagen, müssen Sie ja Ihr Blatt irgendwie schon beurteilen. Und jetzt haben Sie natürlich zwei Kreuzkarten, das heißt, vielleicht haben Sie einen Flush, also fünf Karten, die alle Kreuz sind. Aber typischerweise könnte man mit diesem Blatt auch aussteigen. Ja, und jetzt nehmen wir mal an, Sie steigen aus, weil Sie sehr sicher spielen wollen. Und jetzt kommt dieser sogenannte Flop, das heißt, das sind diese drei Karten, die offen in der Mitte reingelegt werden. Und das sind jetzt alles Kreuzkarten. Ja? Dann haben Sie also sicher den Flush. Dann ist die Counterfactual Statement, ist, wenn ich jetzt nicht ausgestiegen werde, dann hätte ich vielleicht gewonnen. Ja? Das heißt also, in so einem Spiel wie Poker kommen diese kontrafaktischen Statements ständig vor. Da hat man also ständig dieses, was wäre wenn. Das als Beispiel. Und dieses Counterfactual, das kommt also in Pearls Causal Hierarchy vor. Da gibt es also verschiedene Hierarchien, die er also modellieren kann mit seinem Kalkül. Ja, das eine sind also Statements, Aussagen über Beobachtungen, die man trifft. Das sind die normalen Wahrscheinlichkeiten, wie wir sie so kennen. Ja, also gegeben, dass eine Variable gleich 1 ist, wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine andere Variable gleich 1 ist? Ja, also hier als Beispiel, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt Winter haben, ja, gegeben, dass ich sehe, dass jemand seinen Rasensprenger draußen stehen hat. Okay, die ist natürlich dann relativ niedrig, weil Rasensprenger werden typischerweise im Sommer rausgestellt. Ja, und das kann ich halt, das ist jetzt so ein Statement über Beobachtung, ja, über Korrelation, wenn man so will, im weitesten Sinne. Der nächste Level ist Interventional Statements. Da habe ich jetzt nicht irgendwas gesehen, dass jemand seinen Rasensprenger draußen stehen hat, sondern es geht um die Frage, wie ist es denn, wenn ich meinen Rasensprenger nach draußen stelle? Wie ist denn dann die Wahrscheinlichkeit, dass Winter ist? Ja, und da ist es nun mal so, den Rasensprenger nach draußen zu stellen, ist nicht die Ursache dafür, dass sich die Jahreszeit ändert. Das heißt also, da wird die Wahrscheinlichkeit sehr gering sein. Da sehen wir auch, dass es was anderes ist, als wenn ich jetzt beobachte, dass ein Rasensprenger draußen steht, dann ist natürlich sehr wohl die Wahrscheinlichkeit geringer, dass wir gerade Winter haben. Wenn ich den Rasensprenger nach draußen stelle, ändert sich aber nicht die Wahrscheinlichkeit, dass es sozusagen Winter ist, weil das eine die andere Sache nicht beeinflusst. Ja, und jetzt
dieser Kalkül von Pearl, ja, der definiert halt mathematisch genau, was wir mit solchen Ausdrücken genau meinen, wenn wir diesen Do-Operator da auch mit drin haben. Das hier oben ist normale Wahrscheinlichkeitstheorie, wie man sie so kennt, und das ist also eine Erweiterung davon. Insbesondere hat er auch eine Art, sozusagen Counterfactual Statements zu modellieren und zu formalisieren. Ja, das sieht dann so aus, ich habe zwar beobachtet, dass der Rasenspringer nicht draußen steht, die Information habe ich, aber was wäre denn, wenn ich ihn jetzt, gegeben, dass ich gesehen habe, es steht keiner draußen, nach draußen stellen würde sozusagen. Also was ist, contrary to the fact, dass da keiner draußen steht, was wäre, wenn ich einen nach draußen stellen würde, wie groß wäre die Wahrscheinlichkeit, dass Winter ist. Also auch diese kontrafaktischen Statements kann man also in diesem Kalkül ausdrücken. Ja? Und es gibt ganze Bücher über Counterfactuals, ich glaube sogar Bücher, die den Titel Counterfactuals haben, die das Ganze von einer philosophischen Seite beleuchten, was sehr interessant natürlich ist, da werden viele Dinge durchgespielt auf eine theoretische Art, aber das ist sozusagen eine andere Herangehensweise, diese Statements sozusagen mathematisch zu modellieren. Das ist so ähnlich wie, ich mache irgendwie, rede über, was weiß ich, irgendwie logische Schließen und so weiter und da kann ich ganze Bücher drüber schreiben und keine einzige mathematische Formel taucht da drin auf, aber sobald dann man die Sache auch mathematisch formulieren kann, ja, mit mathematischer Logik, kann man unter Umständen noch weitere Aussagen dann über logische Schließen finden, auf die man nicht gekommen wäre, wenn man dann nur mit Text rangeht. Ja? Und genauso ist es hier, dass also sozusagen die Formalisierung führt also dazu, dass ich auch im Computer Berechnungen machen kann zu solchen Aussagen und tatsächlich Wahrscheinlichkeiten ausrechnen kann, konkret in irgendwelchen Fällen. Das ist also ein großer Verdienst von Julia Pearl.